LOL! Dein Ernst? Der Knight Shizard. Oh, ich bin tot. Hallo zusammen, mein Name ist Dimitri und wir spielen Creativerse. Wir fangen direkt mal an, ähnelt so ein bisschen Minecraft. Wir machen jetzt erstmal eine Welt und nennen die einfach mal richtig kreativ. Nennen wir die kreativ und gehen da mal rein. Confirm. Jetzt wird die Welt generiert und dann sind wir quasi in einer frisch generierten Welt. Und da sind wir auch schon drin. So, wir haben so eine geile Powerfist, so eine Hand, mit der wir alles wegsaugen können. Ach ne, wisst ihr, jetzt habe ich den Teleporter schon wieder hingelegt. Mache ich eigentlich ständig. Also je nachdem, welches Feld man nun ausgewählt hat, mit der rechten Maustaste macht man das irgendwo hin. Das ist mein Teleporter. Genau, mit der linken Taste sauge ich. Also dann habe ich meine Kraft in der Hand und kann damit Blöcke abbauen. Die Animation vom Abbauen her finde ich super cool. Richtig schön. Ich frage mich nur gerade, warum das hier so dunkel ist. Ach ja, guck mal, hier sind Blumen drin. Hier gibt es Holz. Und das Ganze ist immer so ein bisschen begrenzt. Der Handschuh hat halt unterschiedliche Stärken. Da gibt es dann so Module, die man sich craften kann und kann dann immer bessere Sachen abbauen. So, jetzt holen wir uns hier noch mal ein paar Steine. Steine können wir zum Beispiel gerade nicht abbauen. Hier normaler Stone, dafür ist meine Hand aber zu schwach. So, wir gucken mal, dass wir die Werkbank finden. Normalerweise steht hier mal irgendwo eine Werkbank rum. Oben an der Karte sieht man auch immer wo. Also weiter, wenn ich mich jetzt so drehe, zeigt er genau zu dem Teleporter. Und weiter in die Richtung müsste eigentlich eine Werkbank sein. Ja, dieses Zahnrad, was da ist. Ich habe auch einen Holzknüppel bei. Komm her! Oh nein, nicht springen, nicht springen! Sehr schön, und da haben wir richtig geile Sachen drin meistens. Keine Ahnung, was es war, aber wir haben richtig tolle Sachen bekommen. Da ist die Werkbank, cool. Und die holen wir uns jetzt mal. Ich hoffe, es ist nicht zu tief, es ging auf jeden Fall. So, da rennen wir mal hoch. Und man kann, je mehr man craftet, desto mehr kann man craften. So ist das. Craften können wir jetzt gerade noch nichts. Normalerweise, doch, Fackeln könnten wir craften. Auch nicht, Crackwood. Schade. Normalerweise ist das immer markiert, was halt so weiß unterlegt ist. Ah doch, geht wohl. Ja geil, dann machen wir uns einfach mal Fackeln. Oh, eine Truhe. Sehr, sehr geil. Manchmal findet man halt auch Truhen. Da ist dann immer cooler Stuff drin oder auch nicht. Aber jetzt brauchen wir erstmal ein paar Lianen immer noch. Extractor required. Extractor habe ich da gerade bekommen. Hä? Kommt der da drauf oder was? LOL! Was macht der Extractor? Ach krass, der holt jetzt die Kohle da raus. Ist ja der Hammer. Da sind Lianen, ja! Sehr gut. Müssen wir nur noch eine Werkbank finden und dann können wir zurückporten. Ja, Lianen! Aber man kann auch zwei hochspringen, ja geil. Okay, da ist die Werkbank. So, jetzt gehen wir mal da dran. Und können jetzt die wunderschöne... Hä? Ah ja, genau, die. Oh nein, ich brauche noch Holz. Ah ne, warte, ich kann noch anderes Holz benutzen. Kann ich nicht. Da, guck mal, jetzt ist es sogar weiß unterlegt. Jetzt können wir das bauen. Collect them all. Und jetzt können wir schon wieder neue Sachen abbauen. Ich würde mal sagen, wir teleportieren uns jetzt zurück. Das kann man auch im Multiplayer spielen. Ich bin echt gespannt, was aus dem Spiel noch wird. Vielleicht könnte man das Ganze ja sogar mal im Stream spielen. Na? Da habe ich wohl ein bisschen Kohle extrahiert. Das ist die perfekte Basis. Das kann ich abbauen, auch nicht. Steine kann ich abbauen, okay, das ist okay. Fossilien kann ich auch abbauen. Und was ist das? Dieser Glowing Mushroom, den kann ich leider noch nicht abbauen. So, null nehmen wir jetzt einmal. Werkbank, was haben wir denn noch zum Bauen? Nichts, geil. Fackeln können wir uns machen. Was wäre denn so ein nächster? So ein Extractor brauche ich nicht. Ah, dann bräuchte ich aber erstmal hier diese Säge. Dafür brauche ich Holz auf jeden Fall. So, mal ein bisschen Holz geholt. Jetzt machen wir hier mal unseren Teleporter hin, damit ich hier auch immer hin zurück kann. So, und dann bauen wir uns jetzt mal so ein Prozessor, so ein Sägeding. Crafting Table habe ich ja. Und damit können wir dann neue Blöcke herstellen. Collect all. Ein Prozessor 9. Voll geil. So, jetzt kann man da reingucken. Und wir gucken mal, was wir uns jetzt bauen. Und zwar wäre eigentlich ganz cool, dieses Stone Mining Cell, beziehungsweise noch ein Extractor. Dafür brauchen wir Stone Slabs und Wood Slabs. Die kann man, glaube ich, hier machen, indem man,
Hey, warum kann ich denn keine Stone Slabs hier drin machen? Habe ich nicht genug Stein? Lol, ich habe gar keinen Stein mehr. Stone Slabs, 4 Stück. Und das ist auch immer mit einer bestimmten Zeitangabe darunter. Hier ist zum Beispiel jetzt 10 Sekunden pro Stack oder pro Einheit. Keine Ahnung, wie man das hier nennt. Und dann machen wir auch noch ein bisschen Holz. Und dann dauert das Ganze jetzt hier 40 Sekunden, wenn man das mal hochrechnet. Man kann die auch nochmal abbrechen, man kann die Sachen halt nehmen. So, was können wir denn jetzt bauen? Wir können einen Extractor bauen. Wood Mining Cell interessiert jetzt nicht so direkt. Und da bräuchten wir noch eine rote Blume, dann können wir die nächste Stufe herstellen. Rote Blume ist gut. Da brauche ich irgendwo in einem Baum oder so, finde ich das ja, ne? Und der Extractor läuft. Sind immer wohl 6 drin, okay. Wir bräuchten aber nur eine Blume, so eine rote. Dann könnten wir das nächste Upgrade machen. Da ist sie. Geil. Und können uns jetzt was richtig Schönes bauen. Und zwar die nächste. Da, die Stone Mining Cell. Sobald man Sachen mit einem Sternchen baut, so wie hier zum Beispiel, das habe ich noch gar nicht gebaut. Und wenn man das baut, dann hat man neue Sachen, die man bauen kann. Da ist die Stone Mining Cell. Die nehmen wir direkt mal hier rein und gucken mal, was wir jetzt abbauen können. Oh, was ist das denn? Bedrock? Vorher konnten wir den ja gar nicht abbauen. Limestone. Und so kann man sich quasi immer weiter nach unten vorarbeiten. Glowing Mushroom geht immer noch nicht. Mal gucken, ob das klappt jetzt hier oben bei dem Obsidian. Jawohl, jetzt läuft. Und da machen wir auch noch einen hin. Wie bekommen wir denn da raus? 6 Obsidian. Aber ein neues Schwert wäre mal ganz cool. Wer weiß, was hier gleich reinkommt in meine wunderschöne Höhle. Die Fackeln sind aber auch nicht so geil, ne? Ich glaube, es gibt auch noch andere, die ein bisschen heller sind. Weil die sind ja nicht... Oh, oh mein Gott. Böser Pixie. Oh, Glück gehabt. Und, können wir was Neues? Achtung. Ja, genau. Schmeiß mich mal komplett hoch. Oh, ich bin tot. Mein Ofen, meine Schmiede. Ah, da kann man einmal Fuel reintun, Holz oder Kohle. Und hier oben kann man irgendwas... Da kommt schon wieder so ein Ding an, ey. Oh, wir können unsere Rüstung bauen. Lol, dein Ernst? Der Knight Shizard. Oh, ich bin tot. Oh nein, ich bin gleich wieder tot. Ich versuche mir jetzt gerade das nächste Tool zu craften. Also die nächste Stufe vom Abbautool. Oh, alles fertig. Hier in dem Loch wird man gerade hart penetriert in der Nacht auf jeden Fall. So, guck mal, da kann ich das nächste Ding bauen. Jetzt achte, dann kommt wahrscheinlich wieder die nächste Stufe. Sehr gut. Obsidian Mining Cell, Iron Mining Cell und den Advanced Extractor, der kommt dann. Jetzt geht er dir wieder los, schon wieder tot. Okay, jetzt hole ich sie mir. Komm her. Und kann ich das jetzt hier abbauen? Konnte ich ja gerade nicht. Ja genau, Erde kann ich auch hinmachen. Jawohl. Also umso mehr kann man abbauen. Ja, vom Prinzip her würde ich mich jetzt hier von dem Loch aus ausbreiten in irgendeine Richtung und noch ein bisschen rumgucken, was es hier noch so gibt. Natürlich alles gut beleuchten, obwohl mit den Fackeln... Obwohl, das ist der richtige Fackel, ne? Ja, genau, das ist eine coole Fackel. Das sind solche... Möchte gern Fackeln und hier wird schon mal fackeliger. Und ja, dann würde ich damit alles ausleuchten und dann immer weiter runtergraben und gucken, was man da so findet. Wie gesagt, ich kenne das Spiel auch noch nicht so ganz. Wenn das halt was für ein Livestream wäre, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Part von irgendeinem Spiel. Haut rein, tschüss. Guck mal, perfekt. Perfekt. So. Nochmal ein Stück zurück. Und. Ich möchte natürlich nicht selber explodieren, deswegen mache ich das aus sicherer Entfernung. Und tschüss.